Ja, ich friere ja gar nicht, weil ich habe ja eine dicke Jacke an und eine dicke Hose. Ich friere gar nicht und habe hier noch so eine Kuschelunterhose an. Das Eis ist schön witzig. Man muss ein bisschen schneller malen, weil die Farbe, wenn es richtig kalt ist, wirklich gefriert. Im Winter, da geht es schneller ab. Wenn minus 20 Grad ist, dann würde ich sagen, gehen wir wandern oder machen Rennspiele, dass die Kinder warm werden. Hier ist es besser und hier ist ein bisschen wärmer. Wenn wir Pech haben, genau die kleine könnte da reinpassen. Ja, die kann da rein. Guck mal! Ja, was? Noch die große. Zwei. Siehst du, Leonie, das ist doch die Gute. Wir können ja da vorne eine Runde Uno spielen. Nochmal hinstellen, bitte. Hier ist es schöner, weil hier kann man auch besser bauen und spielen. Ich will nicht im Wald, weil es da so kalt ist und nicht schön ist. Ja, ich friere ja gar nicht, weil ich habe ja eine dicke Jacke an und eine dicke Hose. Ich friere gar nicht und habe hier noch so eine Kuschelunterhose an und darunter noch Socken. So, Leonie und Phil, dann zieht euch mal dick an. Maddy, du auch schon? Alle Sachen anziehen. Ja. Achso. Und einmal Mütze aufziehen. Also wen gehört der Tee hier? Schön warm. Okay. Ja. Und los geht's. Mütze auf. Guck nochmal zu Till. Los geht's. So, Leonie. Achso, weil du hattest doch auch schon mal so. Ich hatte eine Mütze. Waldwinterschuhe. Genau. Los geht's, bitte. Rucksäcke nehmen und rausgehen. Alle Mann raus. Einfach mal wegnehmen. Super. Und los geht's. So, dann geht's mal los. So. Dann tschüss, bis gleich, ne? Dann nehme ich aber auch schon was mit. Bleib mal da stehen, Phil. Dann geht's los. So, dann los mit euch. So, jetzt nehme ich aber alles mit. Guck, jetzt ist auch der Bus da. Einfach weiter. Phil, dann bleib mal vorne an der Straße stehen, ne? Okay. Und los geht's, bitteschön. So. Los geht's, bitteschön. So, und jetzt rein mit euch. Zack, zack. Zack, zack. Aber ich mach Leonie zuerst. Nee, du. Los, los, setz dich. Rein. Und anschnallen. Und anschnallen. Komm gleich, die Leute. Geht Kinder leicht anschnallen. Leonie, kriegst du es hin? Ja. Phil auch? Ja, ich hatte die. Hast du gestern einkaufen mit euch? Los geht's, bitteschön. Hey, du Pig,
Eisen. Ich hole nur mal meine Handschuhe raus. Ach, jetzt. Passen auf, okay? Und los, bitte, häng auf. Thema. Ich nehme mir Handschuhe mit immer von zu Hause, dass ich hier im Wald nicht friere. Ja, ich würde auch am liebsten jetzt aufs Gras gehen. Dann geht's los, bitteschön. Genau, dann wollten wir die fahren. Genau, Leon. Noch ein bisschen weiter, genau. Super. Einfach schön, ich meine, Lego spielen und puzzeln können sie auch nachmittags zu Hause. Hier haben die, naja, mehr Freiheit. Wirklich nicht so. Das Einzige, worüber die Kinder schimpfen und meckern, ist anziehen. Die haben keine Lust, so viel anzuziehen und so viel auszuziehen. Die kommen gerne hier. Meistens rennen die sofort aus dem Bus und wissen, was sie tun wollen. Die sind die ganze Zeit schwer beschäftigt. Bitte schön. Na, wichtig ist natürlich die passende Kleidung. Die haben meistens wie Zwiebelschichten, nennt sich das, mehrere Schichten übereinander, können sich ausziehen. Die haben gute Klamotten und meistens sind sie noch ein bisschen eingecremt. Mehrere Handschuhe, wir haben immer ein paar Ersatzhandschuhe auch auf der Heizung liegen im Bauwagen. Also bei minus 15 Grad ist noch nichts anders wie sonst. Außer, dass wir das Frühstück verkürzen und den Abschlusskreis nicht so viel im Kreis reden, sondern eher Bewegungsspiele machen. Bitte. Ja, die Kälte, die macht uns nichts. Also wenn minus 20 Grad ist, dann würde ich sagen, gehen wir wandern oder machen Rennspiele, dass die Kinder warm werden. Das Eis ist schön witzig. Am liebsten mache ich so hier am Eis rum, lebst du auf dem Eis und du machst Wunsch und fahr gerne Schlitten. Kinder gern, hier und dort, in nah und fern. Guten Appetit! Weißt du nochmal ab? Nicht, so, nicht in die Kamera gucken, hast du eben gerade gesagt. Nee.